ist da gerade passiert? Wir haben neue Kräfte! Hey, Bubbles, das ist für dich. Oh, 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 heiße Kartoffeln! Wow! Eure Kräfte sind abgefahren. Ich wette, deine sind noch besser, wenn du sie erstmal hast. Das will ich hoffen, denn ohne sie war ich euch heute keine Hilfe. Mädchen, es ist jetzt Schlafenszeit. Professor, wann glauben Sie, krieg ich meine neuen Kräfte? Man kann nie wissen, wann du neue Kräfte bekommst und ob du überhaupt welche bekommst. Vielleicht wirst du nie welche bekommen. Weißt du, vielleicht verlierst du sogar deine Kräfte und wirst irgendwann ein gewöhnliches kleines Mädchen. Naja, ich hab euch lieb. Gute Nacht. Yeah! Mach's noch mal! Mach's noch mal! Mach's noch mal! Na gut, aber nur noch einmal. Ja! Ich bin ein Affe! Kannst du denn für neue Sachen? Ich kann... Hey, sie muss es dir nicht zeigen, du Zwerg! Genau. Ist doch egal, wenn sie noch keine neuen Kräfte hat. Kann sogar sein, dass sie nie welche bekommt. Nie welche bekommt. Nie welche bekommt. Ich muss los. Wir sehen uns dann zu Hause. Ich glaubte an mich und vereint. Jetzt upgraden. Neue Features. Sei nicht technisch überholt. Nutzloser Krempel. Mann, ich hab's ja kapiert. Komm schon, Bloss. Kopf hoch. Ja, die neue Folge von Geschnitten fängt gleich an. Ich liebe diese Sendung. Diese Küche ist so gut organisiert. In der letzten Folge von Geschnitten haben unsere Kandidaten nicht ihr volles Potenzial gezeigt. Manche Menschen sind ein Naturtalent, andere haben überhaupt keine besonderen Fähigkeiten und sollten einen anderen Weg im Leben einschlagen. In der Folge heute Abend zeigen wir Ihnen ein paar unserer Lieblingsversager. Geschnitten, die Abrechnung. Chefköche, heute kocht ihr ein Gericht ganz nach eurer Wahl. Achtung, es geht los. Ich hab das perfekte Gericht kreiert. Chefkoch Schnitzel ist zurück. Das kann nicht gut gehen. Achtung, eine Pfefferhackbratenplatte, auch bekannt als falscher Hase mit Piment. Und wieder heißt es Gabeln raus. Jetzt kommt es auf den Geschmack an. Noch kein Monster in Sicht. Und zu früh gefreut. Seht ihr? Genau das habe ich vorhin gemeint. Und los! Blossom? Geht ihr schon mal vor? Ich bin nur nutzlos. Blossom, auch wenn du keine neuen Kräfte hast, bist du noch lange nicht nutzlos. Helft uns, Powerpuff Girls, besonders ihr zwei mit den coolen neuen Kräften. Ihr könnt die andere zwar mitbringen, aber ohne neue Kräfte ist sie vermutlich ziemlich nutzlos. Ach, na geht schon endlich. Ich bleib lieber hier und tackere ein paar Papiere. Das hilft beim Nachdenken. Blossom. Ist nicht so lustig ohne Arme, nicht wahr? Du wirkst ja irgendwie so kopflos. Gut gemacht, Buttercup.